lieben Brüder und Schwestern hier wie in den angeschlossenen Gemeinden, ich lese uns ein Wort vor aus Maleachi 3, den Vers 18. Da heißt es, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Soweit. Durch die Aufgabe, die ich habe als Stammapostel, ist es nicht mehr möglich, weiterhin in dieser Weise den Bezirk zu versorgen. Es ist also unumgänglich, einen eigenen Bezirksapostel für diesen Bereich zu haben. Der Mann, der dazu ersehen ist, das ist der Apostel Armin Brinkmann. Er soll heute morgen das Bezirksapostelamt empfangen und damit ausgestattet werden mit der nötigen Kraft, um dieses Amt recht verwalten zu können. Wenn das nun so geschieht, dann ist aber auch eine Lücke da, denn der Bereich, der bisher von ihm betreut wurde, von dem Apostel Brinkmann, als Apostel, der ist nun in dem Augenblick dann verwaist. Und das soll nicht so sein, sondern auch dafür soll Ersatz heute Morgen geschaffen werden. Um es kurz zu machen, der Bischof Otten, Franz Wilhelm Otten, soll heute Morgen das Apostelamt empfangen. Damit zuständig sein für die Geschwister, die bisher betreut worden sind von Apostel Brinkmann, damit es nahtlos weitergeht. Wenn ich so das richtig deute, eure Mienen hier, die ich hier so vor mir sehe, ihr lieben Brüder und Schwestern, dann stelle ich fest Freude darüber und fühle dann auch, dass ihr mit diesen Gottesmännern schön verbunden seid und damit auch die Gewähr da ist, dass es wirklich nahtlos weitergeht, hin zur Vollendung. Niemand von uns will hier sein eigenes Werk treiben. Ganz gewiss nicht. Ich glaube, so habt ihr mich auch kennengelernt. Wir wollen miteinander Gottes Werk treiben. Nun bitte ich die beiden Männer, genannten Männer, den Apostel Brinkmann und den Bischof Otten, hier zu mir zu kommen. Lieber Apostel, lieber Bischof, ich stehe auch vor euch mit großer Bewegung. Ich habe schon zum Ausdruck gebracht, ich habe hier 2,5 Jahre lang den Bezirk vorangehen dürfen als Bezirksapostel. Und ich darf sagen, und das möchte ich wirklich verstanden wissen, als ein Kompliment an euch alle, ihr lieben Brüder und Schwestern. Es war eine schöne Zeit. Ich habe es wirklich von Herzen genossen. Es war zu spüren, dass mir eine große Welle der Liebe und der Zuneigung entgegenkommt. Ich habe es nicht schwer gehabt. Und insofern ist schon ein bisschen Wehmut auch bei mir da, diesen Bezirk nun abgeben zu müssen. Aber wir blicken nach vorne. Es ist so im Werke Gottes. Wenn eine neue Aufgabe da ist, dann weitet sich auch der Blick. Man ist dann eben dafür zuständig und muss sich den Anforderungen stellen. Und dann ist es gut, wenn Männer nachrücken, die auch euer Vertrauen haben. Ich bitte euch aber darum, macht es so, wie ihr es mir gegenüber auch getan habt. Geht ihnen entgegen, diesen Männern, tragt sie in eurem Herzen. Es möge eine schöne weitere Zusammenarbeit sein. Mein lieber Apostel, ich komme zu dir, der du nun das Bezirksapostelamt empfangen sollst. Als ich dir das eröffnet habe, hast du das auch in großer Demut aufgenommen. Du hast hier lange Jahre schon gearbeitet im Apostelamt und Akzente gesetzt, auch in besonderer Weise in der Mission, ein bewährter, ein gesegneter Apostel. Aber nun als Bezirksapostel gibt es nochmal wieder ein erweitertes Gesichtsfeld. Und es wird so sein, dass du auch erleben wirst,
dass damit eine größere Verantwortung verbunden ist. Sind hier in dem Bereich viele gläubige Geschwister, es ist viel Glauben vorhanden, Glaubenstiefe, es sind auch viele schöne Gaben vorhanden in Nordrhein-Westfalen. Aber, und das wird deine vornehme Aufgabe sein, sie müssen alle unter die Regentschaft des Heiligen Geistes gestellt sein und einheitlich ausgerichtet werden. Die Einheit zu fördern, zu pflegen, aufrechtzuerhalten, das ist eine wichtige, ja, ich möchte fast sagen, die wichtigste Aufgabe überhaupt. Denn wenn man nichts tut, dann kann die Einheit auch schnell schwinden. Das ist eine Erfahrung, die man macht. Und darum ist es notwendig, immer wieder daran zu arbeiten, dass die Einheit bleibt, dass sie sich auch durchsetzt, dass darin auch immer wieder sichtbar wird, wir dienen dem Herrn und nicht uns selbst. Es mag auch so sein, dass du dann imstande bist, die rechten Männer zu finden, die dann auch Verantwortung übernehmen in den Bezirken. Das Werk Gottes geht ja weiter. Muss immer das Bestreben sein, den rechten Mann am rechten Platz zu haben, die Gaben, die Gott gibt, die von ihm kommen, richtig einzusetzen und zu pflegen. Der liebe Gott möge dir viel, viel Weisheit und Kraft schenken. Du mögst aber auch so insgesamt ein liebevoller, weiser Vorangänger sein. Den Aposteln, den Bischöfen, den Brüdern, allen Brüdern und Schwestern. Sie mögen alle fühlen, dass sie einen Platz haben in deinem Herzen. Und das soll auch immer wieder zum Ausdruck kommen. Das Gesetz der Liebe, darunter stelle ich auch dein Wirken zukünftig als Bezirksapostel. Mögest du dann imstande sein, allen zu dienen, jedem Einzelnen letztlich. Möge es so sein, dass es dann eilend zur Vollendung geht und der Herr mit Wohlgefallen auch auf dich und den Bezirk sehen kann und dass es ein schönes Miteinander gibt hin zum Tag des Herrn. Mit dem Bezirksapostelamt ist auch verbunden manches Administrative. Es ist auch damit verbunden, dass man in finanziellen Dingen Entscheidungen trifft, in organisatorischen Dingen. Auch da möge der Herr dir gnädig sein und die rechte Weisheit und das rechte Geschick schenken. Es soll alles ihm dienen. Das ist immer das Leitmotiv. Das muss immer im Vordergrund stehen. Wir wollen nicht, wie war es so schön in der Heiligen Schrift, unserem eigenen Bauch dienen, sondern ihm, dem Ewigen. Mein lieber Bischof, du sollst das Apostelamt dann tragen. Und ich will noch einmal, ich habe es schon im kleinen Kreis getan, darauf hinweisen, was so die Aufgabe des Apostels ist und das Kleiden in einen Bibelvers, wo es heißt, dass mit großer Kraft die Apostel zeugten von der Auferstehung des Herrn und es war große Gnade bei ihnen allen. Das ist das Apostelamt. Mit großer Kraft bezeugen die Auferstehung des Herrn und heute gehen wir einen Schritt weiter und sagen, bezeugen, dass der Herr bald kommt.